Hallo, guten Tag und Dobberdan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich glaube, einige von euch fragen sich, was ist los? Ist er jetzt in den Club der Schönen und Reichen aufgestiegen? Oder warum hat Jan Jugo Gottverdammt nochmal jeden Tag jetzt nur noch einen Bademantel an? Ich kann euch sagen, so ist es nicht. Ich bin gerade im Weihnachtsurlaub und chille extrem, wenn ihr versteht, was ich meine. Trotzdem soll es heute ums Geld gehen. Und zwar ums Geld, was ich in Wigger schon alles bezahlt habe. Und da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Der Link ist in der Videobeschreibung, falls ihr wissen wollt, welche Packs ich mir bisher schon gekauft habe. Da kam ich auf einen Wert von 145 Euro. Dann hat ein aufmerksamer Zuschauer aber mich noch dann darauf hingewiesen, dass es doch ein bisschen mehr war, weil ich nämlich das Wolf- und Hasen-Kostüm-Paket vergessen hatte zu addieren. Hatte ich einfach nicht mehr dran gedacht, dass ich das ja auch noch gekauft hatte für 20 Euro. Also waren wir bei einem Endstand von 165 Euro. Und jetzt hat der Weihnachtsmann mir tatsächlich eine 50 Euro PSN Store Guthabenkarte zu Weihnachten vorbeigebracht. Vielen Dank dafür, lieber Weihnachtsmann. Und die habe ich gleich eingelöst und in Wigger wieder ausgegeben. Denn es gab das Frogman Skin Paket, also den Skin Adams Vergeltung. Auf Norwegisch, glaube ich, spricht man es Frömend aus. Da gab es den für 50 Euro. Und ich habe gedacht, da schlage ich zu. Ist ja vom Weihnachtsmann. Und habe wieder 50 Euro reingezahlt. Also kommen wir jetzt am Ende auf 215 Euro, die ich in das Spiel bisher investiert habe in einem Jahr. Das ist schon eine Menge Geld. Oder wie seht ihr das? Und habt ihr vielleicht schon mehr bezahlt? Oder habt ihr noch gar nichts bezahlt? Wie viel habt ihr schon reingepayt, wenn überhaupt? Man muss ja nichts bezahlen bei Wigger. Man kann ja, wenn man möchte. Und wenn ihr Bock habt, dann teilt mir das gerne mal mit in den Kommentaren. Ansonsten gibt es jetzt noch ein Gameplay für euch und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video dann auch wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Ey, schwierig. Ich meine, Container liegt hier direkt, ne? Aber... Oh. Hier auf dieser... Oben auf der Karte sind drei Spawnpunkte. Die kommen gleich alle hier hin. Signaldetektor ist hinten. Fischerdorf. Okay. Auf gut Glück, mal gucken. WTF. Was sollte das denn? Geil. Ist da einfach der Schatz. Ja, dankeschön. Welch nettes Geschenk. Gibt's ja nicht. Einfach den Schatz gefunden. Geil. Und ich überlege noch kurz vorher, soll ich graben oder nicht? Ja doch, mach mal einfach. Geil. Guck mal, hier ist auch niemand. Aber ist da eine blaue Box oben? Nee, ne? Vielleicht in der Garage. Müssten wir jetzt eigentlich noch eben gucken.
Autsch. Das war klar. Hier ist jemand. Jemand hat versucht, den Schatz auszugraben. Auch auf gut Glück, Digga. Warte, erst Ping. Wieder Maus. Okay, wenn man sich hinlegt, wird man nicht verletzt, offenbar. Guckt, kein Energieabzug. Mist, jetzt habe ich den Salat. Ich muss ja unbedingt noch hier hochkommen und gucken, ob hier noch eine blaue Box ist. Anstatt einfach den Glücksfund einfach mit nach Hause zu nehmen. Ach, Mist. Ich habe ihn graben gehört. Er hat hier auf der anderen Seite hinterm Haus auch die Grube ausgegraben, wo ein Schatz liegen könnte. Mist, da habe ich zu spät geschaltet. Ich dachte, es wäre so kriechen, aber es war graben. Der ist noch hier. Ah. Da oben hockt er ja. Kriegen wir ihn von hier erschossen? Hoffentlich guckt er nicht hierher. Okay. Das war ein ganz mieser Headshot, aber gut. Wenn er da auf dem Balkon so abchillt, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Okay, er hatte auch einfach auch noch nichts am Start. So, wir hätten noch Platz. Abwurf kommt hier hin, ist natürlich... Alles oder nichts? Oder sollten wir jetzt vielleicht den Abwurf nicht... sollen wir den Abwurf liegen lassen und den Schatz in Sicherheit bringen? Oder sollten wir den Schatz riskieren und den Abwurf noch einpacken? Das ist eigentlich die Frage, aber... Nein, die Antwort lautet... Wir bringen den Glücksfund nach Hause. Sicher, sicher. In der nächsten Runde können wir wieder den Abwurf versuchen zu holen. Das Gebiet, wo der verschlossene Container liegt, ist auch zu heiß für die Geschichte, um da jetzt noch mit vollen Taschen anzutanzen. Wir sind raus und nehmen mit, was wir bekommen haben, nämlich unseren Glücksgriff, unseren Schatz durch Zufall.
Das passiert ja nicht oft, dass man einen Schatz findet, ohne dass man das Foto vorher gefunden hat und auch weiß, wo der ist. Aber es passiert immer wieder mal dadurch, dass man schon so beliebte Stellen kennt und man ab und zu dann tatsächlich doch mal Glück hat. Ich habe es ganz selten, aber dann passiert es doch immer mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Zufallsfund heute auf Sackbruck. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. You